Hallo und herzlich willkommen zurück bei Forza. Die dritte Folge ist es jetzt und wir haben schon den ersten Championship vor der Haustür. Und da ich beim letzten Mal nicht genau wusste, was es überhaupt für eine Klasse war, jetzt weiß ich es wieder, es ist eine Klasse E Championship. Und da wir ja schon zwei Autos haben, zeige ich hier nochmal kurz, die wir mit E haben, das wäre einmal halt der Alfa Romeo und der Alfa Romeo und der Fiat, habe ich mich dann doch eher für den Alfa Romeo entschieden. Der hat nämlich schon eine etwas höhere Leistungsstufe, ist natürlich schon etwas besser von der Geschwindigkeit, Handling her. Von der Beschleunigung ist der Fiat ein bisschen besser, aber vom Starten, nee, vom Bremsen ist der halt wieder ein bisschen besser und vom Starten auch, okay. Ich werde es aber erstmal so probieren, ohne ihn irgendwie zu tunen, weil es doch relativ teuer wäre. Deswegen will ich es erstmal so probieren und falls ich das halt nicht schaffen sollte, da werde ich ihn halt ein bisschen tunen. Dann ist das halt so. Aber eigentlich habe ich gerade mal auch geguckt, durch das Tune würde sich nicht sehr viel verändern. Ein paar PS mehr, na klar, das sind aber auch im Endeffekt nicht sehr viele. Also könnte ich mit dem so auch schon Chancen haben. Ich werde einfach mal schauen, wenn es wie gesagt passt, dann passt es. Wenn nicht, dann tune ich ihn halt noch ein bisschen. Man kann ja bei jedem Rennen hier nochmal ins Tuning-Setup gehen, sehe ich gerade. So, dann versuchen wir mal unser Glück hier. Alfa Romeo, oh, der hat auf jeden Fall schon mal nette Felgen. Oh doch, der kommt aber schon. Der kommt schon recht gut vom Start weg. Na, was denn da los? Warum rammt er mich schon? Gerade das Rennen angefangen oder rammt mich schon, du? Ja, doch, der ist auf jeden Fall schon. Oh, guck mal, der hier vor mir hier, der ist schon rabiat. Der geht schon mal ganz gut zur Sache. Okay. Zweiter bin ich schon. Sieht eigentlich ganz gut aus. Und natürlich noch unbedingt den ersten noch da erwischen. Mal sehen, ob ich da überhaupt rankomme, weil dann sieht es so aus, als wäre man gleich schnell. Dann muss ich wahrscheinlich doch auf seinen Bremsweg ein bisschen anders reagieren. Das war jetzt natürlich schlecht. Nein. Zurückspulen schnell. Noch ein bisschen weiter. Und noch ein bisschen weiter. Hier ist es super. Hier machen wir eine Fortsetzung. Hätte ich doch mal ein bisschen mehr bremsen sollen. Ja, so ist besser. So komme ich viel besser um die Kurve. Aber muss mal gucken, ob ich den überhaupt erwischt da. Den Hund. Das ist ein Windschatten, muss ich natürlich ausnutzen. Weil er hat ja natürlich den ganzen Wind vor sich und drückt ihn natürlich. Oder bremst ihn sozusagen ein bisschen aus. Deswegen kann ich ja ein bisschen versuchen, im Windschatten heranzukommen. Scheint auch zu wirken. Aber er scheint vom Ding her schneller zu sein schon. Okay. Auf jeden Fall ist das schon mal anspruchsvolleres Rennen, muss ich mal sagen. Nee, da muss ich nochmal zurückspulen, da muss ich ein bisschen früher bremsen. Nee, da muss ich nochmal ein Stück zurück. Ja, hier ist gut. Scheiße, da wird mich gleich wieder wahrscheinlich wieder überholen. Na, doch nicht. Scheiße, ich komme wieder weg von der Strecke. Was doof ist, dann hat er mich wieder erwischt. Hat er mich wieder kassiert. Ah, kacke, kacke. Ah, Mensch.
Auf jeden Fall ist es doch schon etwas schwieriger, sich nicht die Ideallinie anzeigen zu lassen. Vielleicht werde ich sie mir auch wieder anstellen. Aber ich finde, ich stelle mich schon so schlecht gar nicht an. Das geht im Endeffekt schon. Guck mal, so schnell kommen die auch nicht hinterher. Also sind die doch alle so in meiner PS-Lage. Das ist gut. Bisschen konzentrieren muss ich mich bloß. Ich will jetzt hier nicht doch noch auf den letzten. Na, Metern sind es ja noch nicht. Ich bin erst mal gerade in der zweiten Runde, aber ich wollte jetzt nicht gleich schon wieder den zweiten kassieren. Also werde ich mich doch mal so ein bisschen an meine Bremswege hier halten und ein bisschen Gas weglassen. Weil im Endeffekt ist das Gas weglassen eine bessere Variante zum Bremsen. Wenn es denn hier so gelb angezeigt wird, kann man auch getrost nur ein bisschen Gas weglassen, so um die Kurve so ein bisschen führen. Und dann passt das schon. Im Vorsprung habe ich mir, wie gesagt, auch schon wieder gleich rausgefahren. Das finde ich ganz nett. Vorsprung muss man doch haben. Und guck mal, man sieht eigentlich auch an sich die Ideallinie. Dadurch, weil man hier die ganzen Brems- und Reifenspuren sieht hier auf der Strecke, sieht man auf jeden Fall eigentlich schon fast zu 100%, wie die Ideallinie verläuft. Also braucht man die eigentlich gar nicht einstellen. Meistens ist es ja auch so, dass man halt in die Kurve rein und in der Kurve dann halt so rausgeht, damit man dann auf die andere Seite so gelangt und dann und immer wieder so, damit man dann halt das Beste rausholen kann aus der Kurve und damit man halt die beste Zeit macht und alles. Weiß man ja auch aus der Formel 1 und so, das machen sie ja auch alle so. In die Kurve schön reinfahren und so. Deswegen. So, der Vorsprung läuft auf jeden Fall. Muss ich mal sagen. Bisher ist es auf jeden Fall noch nicht schwierig. Es ist so, wie ich es eingestellt habe, auf Schwierigkeit Mittel. Also muss ich sagen, das haben sie schon mal sehr gut gelöst. Weil ich hatte auch wirklich schon mal teilweise Spiele dabei, da habe ich auf mittlere Schwierigkeitsstufe gezockt. Das waren jetzt nicht nur Rennspiele. Es war auch mal zum Beispiel schon mal ein Ego-Shooter dabei, wo ich dann halt auf mittlerer Schwierigkeit eingestellt habe und wo ich gedacht habe, alter Schwede, das ist aber teilweise echt schon bockschwer. Also, da ist dann bei denen schon, was sie denn als Mittel bezeichnen, schon, so ein bisschen, ja, so zwischen schwierig und mittel, sage ich jetzt einfach mal. Deswegen, also, und hier finde ich, haben sie es eigentlich ziemlich gut gelöst, dadurch, weil man halt noch die verschiedensten Sachen an- bzw. ausschalten kann oder vielleicht sogar auch noch das Hochschalten, aber das finde ich scheiße, selbst hochschalten, weil weiß ich nicht, damit komme ich nicht so wirklich klar noch. Das noch zusätzlich noch zu übernehmen, nee, das ist mir zu doof. Natürlich würde das schon noch mehr Geld, mehr Preisgeld geben, aber meine Güte, wir sind ja auch nicht so geldgeil, dass wir sagen müssen, hier, das brauche ich auf jeden Fall, das Geld, und dann mache ich die 15% mehr da, was soll's. Auf jeden Fall weiß ich schon jetzt, dass das Geld hier eine relativ wichtige Rolle spielt, dadurch, weil man halt den Wagen nach jedem Rennen so automatisch repariert wird. Da geht ja schon gleich immer ein bisschen Knete verloren. Halt, wenn man halt irgendwelche ja, Unfälle gebaut hat oder halt irgendwelchen Schaden verursacht hat, damit der Schaden auch gleich behoben wird, wird halt gleich ein bisschen Geld abgebucht, damit das halt repariert wird. Also dafür muss auf jeden Fall dann immer Geld vorhanden sein, weil wenn man mal, weiß ich, wirklich mal ein Rennen dazwischen hat, wo man denkt, da, alter Schwede, was war denn mit dir da los? Und das geht ja eigentlich gar nicht, was du da gemacht hast. Und hast jeden mitgenommen und alles mitgenommen, was du überhaupt da gesehen hast, jeden Baum und jeden Stein und weiß ich was. Dann ist es natürlich schlecht, wenn man dann, weiß ich, eine Rechnung von, ich sag es mal übertriebenerweise, 100.000 bezahlen muss und du hast nichts. Das wäre natürlich übel. So, das erste Rennen haben wir auch schon geschafft. Wir sind Erster geworden. Wir machen natürlich auch Fortsetzen und
Gut, Knete eingesackt. Schaden sogar gar nicht. Also, eigentlich habe ich ein bisschen Schaden verursacht. Aber okay. Und wir haben einen Volkswagen bekommen. Scirocco GT. Alter Schwede. Sehr schön. Und wir haben 10% Rabatt auf unser krumme Drosselklappe für den Alfa Romeo. Alles klar. Und auf Luftfilter. Schöne Sache. Wochenende. Alter Schwede, die Erfolge laufen auf jeden Fall hier auch, muss ich echt mal sagen. Oh, Entschuldigung. Kurze Aufstoße. Ja, Geld läuft auf jeden Fall auch. Rennbonuspreis gibt es auch noch. 41.000 haben wir jetzt sogar schon. Das läuft auch schon relativ gut. Da haben wir den Scirocco. Sehr schönes Auto, finde ich. Also, das würde ich mir auch sogar in echt holen. Oder sogar einen Rechtssitzer. Sie haben das erste Rennen. Sehr schön, dass du mich darauf hingewiesen hast. Das werde ich doch tun. Dann werden wir mal gucken. Karosseriebau beschränkt auf Fließheck. Ansaugen beschränkt auf selbstsaugend. Motorbau beschränkt, okay, rein Motorzylinder beschränkt auf 4 Zylinder. Okay, da muss man wahrscheinlich noch ein etwas kleineres Auto nehmen. Oh, das sind aber auch schon hohe Klassen hier, muss ich mal sagen. Machen wir mal Auto wechseln. Was haben wir denn jetzt hier noch? Oh, der Scirocco ist schon eine D-Klasse. Wechseln wir mal auf den. Und gucken. Ja, das passt wohl. Also wenn wir mal dieses hier probieren mit unserem Scirocco, weil das halt ein D-Klasse-Rennen ist oder voraussichtlich für D-Rennen, für D-Rang-Autos. Werde auch, denke ich mal, noch diese hier machen. Diese, na, Rennserie. Ich hätte jetzt ehrlich gedacht schon, dass das Meisterschafts Wochenende ein bisschen länger geht. Aber dass es doch nur ein Rennen war. Und dann auch, finde ich, relativ leicht noch. Ein bisschen. Der Anfang war vielleicht nicht ganz so gut gemacht von mir. Aber mein Gott, das ist ja nun nicht so schlimm. Mal gucken, wie sich der Scirocco hier anstellt. Oder ob ich ihn auch doch tunen sollte. Mal gucken. Da ist auf jeden Fall schon ein Golf mit dabei. Rechts neben mir. Da ist vor mir ist auch ein Scirocco. Oha, die versperren mir aber den Pl. Ja. Jetzt hau aber mal ab. Du versperrst mir hier ja voll meine Fahrt. Das geht ja gar nicht hier, mein Freund. Auf jeden Fall die Umgebung, muss ich mal sagen, habe ich jetzt mal so ein bisschen drauf achten können. Sieht auch auf jeden Fall auch schon recht nett aus. Haben sie sich auf jeden Fall Mühe gegeben mit. Und das für ein 2009er Spiel. Muss ich sagen, nicht schlecht. Da gibt es auf jeden Fall Schlechteres, sogar auch noch danach. Oh, ist aber ein relativ einfaches Rennen hier. Das werde ich wohl noch ziemlich gut schaffen mit meinem Scirocco hier. Aber da hätte ich, wie ich musste auf, wie gesagt, auf den wechseln hier. Ich hätte mit meinem Alfa Romeo da gar keine Chance gehabt, glaube ich. Das wäre nichts geworden. Der geht auch schon ganz gut ab hier. Der kommt schon mal richtig gut auf Speed. Ich weiß ja nicht, wie lange Forza dauert. Vielleicht dauert das ja auch gar nicht so lange. Ich kenne es nur von Gran Turismo. Da weiß ich auf jeden Fall, das dauert schon lange. Weil man ja am besten auch erst die Lizenzen vorher machen sollte, bevor man dann halt irgendwie sich an die Rennen rantraut. Dadurch hatte man ja dann auch meistens schon ein gutes Geldpolster und
auch ein gutes Fahrzeugangebot gleich zum Anfang für die ganzen, ja, Rennen. Hier bei Forza haben sie es auf jeden Fall aber auch ganz gut gelöst, finde ich, mit diesen Rennserien unter der Woche und dann halt am Wochenende immer mit den Meisterschaften hier. Finde ich auch eine ganz nette Idee. Hat auf jeden Fall was, also muss ich ja sagen. Finde ich gar nicht schlecht. Und bis, wie gesagt, ich finde das Spiel, auch wenn es von 2009 ist, richtig gut. Es fühlt sich auch richtig gut an. Also, der Controller ja auch. Ich habe ja so an sich noch nie oder selten mal einen Xbox-Controller in der Hand gehabt. Jetzt, dadurch, weil ich mir ja die mal geleistet habe. Für euch auch irgendwo, damit ich auch halt andere Gameplays zeigen kann. Da wird vielleicht auch noch irgendwann noch mal was anderes kommen. Vielleicht auch mal Halo oder so, weiß ich noch nicht. Vielleicht übernimmt das auch noch ein anderer von uns, weil ein Kumpel, wie gesagt, hat sich auch gleich spontan entschlossen, sich eine Xbox mit dazu zu kaufen, wie ich meine sozusagen geholt habe. Vielleicht macht er das auch oder so. Mal sehen, wie wir das am besten regeln. Aber wie gesagt, wir wollen auch für euch ein bisschen Abwechslung bieten. Das heißt auch mal zwischen den Konsolen, also auch mal beide Konsolen zeigen. Jetzt haben wir ja eigentlich großenteils PS3 gezeigt. Ein bisschen PC ist dabei durch Robert, sein Hunter. Und halt jetzt durch mich, Xbox 360. Und vielleicht auch noch durch einen Kumpel. Mal gucken. So, das erste Rennen haben wir dann auch schon mal wieder geschafft. Ein bisschen Schaden, aber das kann man vertragen, diese 300 CR. Alles klar, also grüne Drosselklappe wieder, 10% Nachlass. Wunderschön. Ich weiß gar nicht, ob es hier auch so ist, ob man irgendwann komplett die Tuning-Teile kostenlos bekommt. Das weiß ich jetzt nicht. Das war auf jeden Fall in dem vierten Teil so. Da kriegt man die sogar relativ schnell nach, glaube ich, drei oder vier Rennen, gefahrenen Rennen schon, kriegt man das, glaube ich, schon. Alles klar, Chef. Habe ich auch schon so weit eingestellt für mich eigentlich. Und damit bin ich jetzt momentan eigentlich auch ziemlich zufrieden. Dass er mir wenigstens so die Bremshilfe anzeigt, das ist eigentlich schon ziemlich gut. Damit ich dann weiß, wo ich dann ungefähr anfangen muss zu bremsen. Ich brauche die komplette Ideallinie, brauche ich an sich nicht, weil, wie ich davor schon in der Folge erzählt habe, man sieht sie eigentlich, Ideallinie. Ich weiß gar nicht, ob es die Folge davor war oder schon in der hier, das weiß ich jetzt gar nicht. Da bin ich jetzt schon wieder ein bisschen verwirrt. Cirque de Catalunya, das habe ich ja hier in der Meisterschaft gefahren, das Ding. Vier Runden sogar, meine Güte, Alter. Jetzt geht's aber langsam zur Sache hier. Immer wieder vier Runden. Gar nicht ohne. Nette Felgen. Soll ich ja sagen. Und nettes Auto, muss ich sagen, ey. Das gefällt mir auch. Scirocco. Sieht schon echt nett aus. Wobei ich bei dem Scirocco auch eher die Front hübscher finde als das Heck. Weil das Heck sieht jetzt hier so ein bisschen, weiß ich nicht, platt aus vielleicht für manche. Aber naja, ich finde ihn, er sieht gut aus, der Wagen. Oh Mann, jetzt fahre ich aber hier auf brachialste Weise hier den Weg hier. Das ist auf jeden Fall eine Kurzvariante von der Strecke. Gerade in der Meisterschaft hatten wir ja, denke ich mal, die normale Strecke da. Jetzt haben wir wieder eine Kurzvariante hier am Start. Ah, jetzt ist das wieder das kleine Problem mit dem ersten hier. Den muss ich auch erstmal wieder irgendwie kassieren. Vielleicht sollte man auch wirklich schon bei der nächsten Rennserie, die ich dann irgendwie starte, wahrscheinlich doch schon mal ein bisschen auf Tuning gehen. Auch wenn es dann halt mal ein bisschen kostet. Dafür ist das Geld ja auch irgendwo da. Weil ich merke gerade doch, das ist gar nicht so einfach hier. Aber jetzt bin ich dran. Nein! Das war schlecht. Das war mega schlecht. Ja, hier passt das schon. Wunderbar, das war auf jeden Fall besser. So wollte ich das auch machen.
Aber er wollte nicht, aber ich habe natürlich dann den Reifenstapel mitgenommen. Was hier natürlich dann auch wieder nicht wie ein Reifenstapel war, sondern wie ein Einschuss in eine Betonwand. Was leider fast in jedem Rennspiel so ist, weil leider ist bei Gran Turismo nicht anders. Da ist es auch wie so ein Einschuss. Aber mein Gott, gibt Schlimmeres. Okay, das war jetzt gerade nicht so schön, aber noch ganz gut gelöst, habe ich gerade mal so gesehen. Die Kurve habe ich jetzt auf jeden Fall sehr schön genommen. Die auch. Die auch. Jetzt bin ich genau wie auch schon weggefahren. Oh ja. Ja, wenn man mal doch ein bisschen Skill mal zwischendurch zeigt, dann ist es doch mal. Dann, das macht sich dann doch bemerkbar. Auf jeden Fall denke ich mal, werde ich das nächste Rennen auch noch machen. Dann ist diese Folge hier halt ein bisschen länger, aber ich will jetzt nicht zwischen der Rennserie abbrechen. Das wäre auch ein bisschen Blödsinn. Deswegen mache ich das einfach noch. Dann ist die Folge halt 5 Minuten länger wie die anderen. Ah, scheiße, auf die Kurve natürlich scheiße genommen. Man kann sie nicht immer gut nehmen, ne? Oh, die habe ich natürlich jetzt auch nicht gut genommen. Aber bei mir ist es auch echt so, dass ich in Rennspiele doch eher und besser noch reinkomme als dann in Shooter. Weil ich ja auch vorhin die COD Ghost RTC-Dinger noch aufgenommen habe. Also das habe ich, wie gesagt, schon eine ganze Weile nicht gezockt und das war ja schon. Puh. Scheiße war das auf jeden Fall. Hat nicht so viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Oh, gar kein Schaden, ne? Dabei habe ich doch eigentlich, aber. Na gut. Öl und Kühlung, 10%, sehr schön. Wunderbar. Und dann machen wir das letzte Rennen noch. Was an einem Montag ist. Und dann kommt auch schon wieder das nächste Championship-Rennen. Und das wird dann auf jeden Fall in der nächsten Folge wiederkommen und dann werde ich mir wahrscheinlich auch wieder eine Rennserie vornehmen. Mal gucken. Ich weiß ja nicht, vielleicht ist diese Meisterschaft auch mal ein bisschen länger. Vielleicht besteht die ja sogar schon aus zwei Rennen. Dann werde ich da wahrscheinlich auch mit der Folge dann schon zu tun haben mit. Tsukuba Circuit heißt die. Short Circuit. 1,5 Kilometer, 4 Runden wieder. 4 Runden. Und wir starten auf den Tsukuba Circuit. Da ist er wieder, der schöne Scirocco. Natürlich, nach jedem Rennen wird er auf Vordermann gebracht und geputzt. Dann wird er für jedes Rennen so aussieht, als wäre er vom Werk. Wie vom Werk, so wollte ich sagen. Gott, oh 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 Gott. Da habe ich doch ein bisschen viel zu viel riskiert. Doch ein bisschen. Schlecht gemacht von mir. Mensch, der hier muss weg, Alter. Der hat mich jetzt aber gerade richtig aufgehalten, ne? Dieser blöde Weiße hier. Oh, er hat einen Fehler gebaut. Fast so wie ich.
Wobei ich mich gleich nochmal. Ich weiß gar nicht, ob das schon reicht. Ich glaube nicht. Vielleicht macht er sogar jetzt den Fehler nicht. Mal gucken. Siehst du, habe ich mir schon fast gedacht, dass er jetzt den Fehler denn nicht macht. Also es das heißt, wenn man zurückspult, dann heißt das nicht, dass ich mich nur damit beeinflusse, sondern auch die Gegner so ein bisschen. Auch nicht schlecht. Schon mal gut zu wissen. Das war jetzt schlecht, weil ich jetzt natürlich die Außenseite genommen habe. Da, wo man natürlich mit am meisten Zeit verliert. Das wird aber noch ein knappes Ding hier, sag mal. Kann ich die dann wirklich alle nur in dieser komischen Kurve hier holen, sag mal? Oh. Na, der Rote da, der ist schon scheiße. Ah, scheiße, ich muss hier ein bisschen auf riskant gehen. Oh, der Weiße hat den auch noch kassiert. Okay, schon mal gar nicht so einfach hier. Gar nicht so einfach. Vielleicht kriege ich ihn gleich noch mit so einer Brachialaktion. War natürlich nicht so gut. Scheiße, aber der ist schon echt hartnäckig, der Typ. Na komm schon, vielleicht kriege ich ihn noch in den letzten Zügen hier des Rennens. Ey, das wäre natürlich geil. Nein! Das war doof. Das war doof von mir. Ich benutze nochmal das Rückspulen. Ah, nochmal ein Stück weiter. Weil hier habe ich das ja nicht. Ah, nee. Schon wieder ihn erwischt. Dann hätte ich. Ich kann auch auf jeden Fall vorbeiziehen, das weiß ich. Nee, so auch nicht. Scheiße. Ah, nee. Da muss ich versuchen, innen zu bleiben. Oder so. Ja! Sehr geil. Das war auf jeden Fall nochmal ein richtig hartes Rennen. Da sieht man auch gleich, der Schaden hat auf jeden Fall schon ganz gut gelitten. Also da musste ich doch schon gut blechen. Aber egal, das hat's mir, das war es mir wert. Und oh, wir haben sogar schon fast die halbe Stunde geschafft. Das ist auf jeden Fall eine prall gefüllte Folge mit einer Meisterschaft, einer großen Rennsession hier. Und oh, der Bonuspreis für den Gewinn aller Trophäen, Goldtrophäen ist nicht verkehrt. Ja, und damit möchte ich mich dann auch wieder bei euch bedanken, dass ihr zugeschaltet habt. Und sage dann bis demnächst bei der nächsten Championship am Sonntag. Tschüss!